Männerteam! Hallo! Herzlich willkommen da oben! Dankeschön! Dankeschön! Wir zeichnen noch nicht auf. Ihr gebt jetzt Vollgas und nachher, wenn die Sendung los ist, sitzt er da und sagt, nee, ich hab hier Klatsch. Jetzt kann er mal kicken, wie er klackt. Herzlich willkommen, ich bin so froh, dass wir immer wieder in Berlin. Ich werde jedes Jahr gefragt, können wir nicht doch in Köln aufzeichnen? Nein. Warum nicht? Weil der Kölner mich ja nicht versteht. Ja? So, weil wir müssen in Berlin aufzeichnen. Ja? Heimat. Das ist meine Heimat. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ihr seid ja eher zum Frauenteam, eher zum Männerteam. Wird gleich lustig. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber eure Promis sind nicht ohne. Bei euch, ihr werdet selber sehen. Aber ich habe meinen Lieblingsgast heute hier. Aber wenn einer mich schon länger, ihr wisst, wer ich bin, war ja gut, muss man fragen. Nein, ich weiß, neulich stand ich an der Ampel, kein Witz, habe ich Menschen angesprochen, sie machen ja nichts mehr. Schade, völlig überarbeitet bin ich an der Ampel, sie machen ja nichts mehr. Sag doch Fernsehen und so. Und Tour. Ach, sie machen Tour auch. Ach, Tour auch. Machen Tour auch. Oh, was machen sie da? Steuerverschwendung? Sag ja. Das ist mein Lieblingsgast, der heute hier ist. Und für die Leute, die mich kennen, die wissen, wer das ist, die wissen das, ja. Wir sind sehr gut auch privat befreundet. Aber wir wissen nicht, wo die Reise hingeht. Mit dem Kollegen. Pöbel da hinten schon. Ich freue mich. Es wird eine geile Sendung. Ganz wichtig ist, auch das muss ich sagen, bevor wir loslegen, es ist eine Comedy-Show. Es ist eine Comedy-Show, also wenn ihr teilweise nicht wisst, war das jetzt lustig oder nicht? Einfach lachen. Das ist das Geile. Selbst wenn es scheiße war und ihr lacht, was glaubst du, was der Zuschauer zu Hause, der sieht die Sendung und sagt, hör, was war das denn? Und das Geile ist, dass wenn ihr zu Hause sitzt, und ihr wisst, wann die Scheißsituation kam, wo ihr aber alle gelacht habt. Die kennt ihr ja. Könnt ihr auf eurem Sofa sitzen mit euren Freunden, die Situation kommt, keiner bei euch zu Hause lacht, ihr lacht. Ah, 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 ah. Ja, und dann könnt ihr immer noch eure Freunde angucken und sagen, hast du dich verstanden, wa? Ah, 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 ah. Also, ganz wichtig, es ist eine Comedy-Sendung, das ist wichtig. Was gibt's noch zu sagen? Was gibt's noch was zu sagen? Ach so. Wir machen gleich noch Trailer. Das machen wir jetzt noch mal durch. Wir haben aber November. Oh. Genau, damit das nicht passiert. Wir haben natürlich Oktober, aber jetzt haben wir November. Wenn ich also nachher auf dem Sofa sagen sollte, Mann, irre, ja, hatte ja Geburtstag Anfang November, dann wäre schön. Wenn ich ihnen sage, hallo, sag mal, säufst du? Ja, nein, wir haben November, Ende Oktober, Anfang November, jeder weiß es genau, was wir haben. Ist auch völlig egal, was wir haben. Wir haben einfach gute Laune. Das haben wir. Die Filme mit den Kiddies, die gleich gezeigt werden, sind sensationell. Ich habe selten so tolle Kinder kennengelernt. Das ist echt toll. Es gibt ja ein Gerücht in unserem Land, was sagt, dass Jugendliche und Kinder ein bisschen doof sind. Stimmt null. Ich habe so helle und schnelle Kinder gehabt. Das ist schon echt geil, was Kinder teilweise. Ich habe Kinder gefragt, das war auch, muss ich mal kurz sagen, wenn ich Schluss mache, wache morgens auf, ich liebe meinen Partner nicht mehr, ich will Schluss machen. Wie mache ich das? Da hat ein 7-Jähriger gesagt, ganz einfach, ja, die sind ja dann immer traurig, die Leute, die verlassen werden. Machst du eine große Feier? Kommt noch geiler. Machst du eine große Feier, lädst alle Freunde ein, deine, ihre, ja. Und wenn sie richtig feiern und sie hat Spaß, haust du ab, kriegt die nicht mit. Sieben Jahre alt. Wir müssen Aufsager machen, wa? Wir müssen Aufsager machen. Und zwar ist diese Sendung ja ganz neu. Wir versuchen, ihr merkt es selber, wir versuchen, den Sender zu übernehmen. Ja? Mit meinen Sendungen. Wir versuchen einfach aus RTL einen ordentlichen Sender zu machen. Und das über.
Ey! Jetzt mal ehrlich, tagsüber das Programm ist doch, also jetzt mal ehrlich, ich weiß, RTL guckt zu, aber tagsüber ist doch scheiße. Da ist doch, ey. Das ist doch Schrott. Na, sage mal, da ist ja teilweise hier, wenn du 40 Fieber hast, ist du arbeiten, weil du sagst, das läuft nichts. Nur noch hier, Blaulichtreport. Ey, stopp, stopp, stopp. Ey, habt ihr Blaulichtreport, diese Blaulicht, ich komme aus Kreuzberg. Da läuft das anders, da kommt doch keiner, sagt, stopp, stopp. Da kommt der Polizist, offenes Hemd, sagt, was ist denn los hier? Oh, so, weißt du, so Weltfremder, auch Polizisten, die dich anhalten, weil du nicht angeschnallt bist. In Berlin geht maximal Funkgerät an, ey, schneller an da vorne. Das ist so, also das Blaulichtreport, das ist, du wirst ja verarscht im Fernsehen. Da ist ja nur noch so ein Schrott, der jungen Assi verzweifelt sucht. Gibt's auch, gibt's auch, gibt's auch. So Laien da, warten. Guido, du sollst machen mit der Steady? Dann müssen wir uns heute auch was einfallen lassen. Wir können nicht wieder 12 Stunden wie letztes Mal. Jetzt guck mal, jetzt werde ich erst nervös. Das Ding wiegt ja auch, Jutta, 400 Gramm. Ja, hättest du in meiner Schule auch nicht so aufgepasst wie ich. Aber du musstest ja Abitur machen. Muss jeder selber wissen, was er macht. Ich hab Realschule. Heute heißt es MSA. Denkst du, wäre eine Krankheit? Ist nicht, ich bin Abschluss. MSA. So, und zwar machen wir jetzt kleine Vorsätze. Damit betrailern wir die Sendung. Das heißt, nach Supertalent und... Na, Supertalent, wo wir die echten Talente auch suchen. Und Deutschland sucht die Superstar, wo wir echte Superstars auch suchen. Natürlich, klar. Na klar suchen wir die. Wer hat letztes Jahr gewonnen? Hä? Wer weiß es noch? Keiner. Ich will auch so eine Sendung machen. Die sind immer nur auf den Malediven, überall hängen die ab, ey. Was ist denn bitte? Ich gehe hier, Kreuzberg, draußen, Regen. Komm, Mario, das schaffst du. Und jetzt machen wir so Trailer. Was guckst du auf dem Fernsehfilmer? Was guckst? Du siehst mich? Sieht geil aus, oder? Das ist richtig, ich hab abgenommen. Ich hab abgenommen, ja, voll, aber heute. Nee, Xavier, das ist der Suff, der macht dich kaputt. Nee, stimmt. Oh, jetzt hier ich wieder. Bart, Alkoholprobleme, was ist los mit ihm? Wolltest du da gucken oder wolltest du die Pappe? Kickst du mal. Sieht gut aus, das Bild? Sieht sehr gut aus, das Bild. Meine Mutter guckt zu, muss auch schön aussehen. Ihr seid jetzt quasi mit in den Trailers auch drin. Ist das nicht geil? Liebe Männer, nicht böse gemeint, aber ich brauche einfach ein schönes Hintergrundbild. Ich hab ja nicht gelesen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich präsentiere die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So, Mami Gott, ach nee, das war, als ich früher, da war ja vor ihr richtig das Ding. Okay. Ihr seid bereit, wa? Geht los. Lauf da. Wir laufen. Viel Spaß. Ich präsentiere die... Ach nur, ich darf ja nicht ich sagen. Gucken auch Leute aus Bayern zu. Ich präsentiere die Wahrheit und nichts als die Wahrheit über Mann und Frau. Also unbedingt einschalten bei RTL. Hier. So. Kinder können nicht liegen auch. Machen wir nochmal, hier machen wir nochmal nach oben. 100 Kinder können nicht lügen. Die absolute Wahrheit über Mann und Frau in meiner Sendung. Mario Barth präsentiert die Wahrheit über Mann und Frau. Männer im Publikum, 100 Frauen im Publikum und 100 Kinder haben einen Film gemacht und ich mittendrin, dürft ihr nicht verpassen, hier bei RTL. Einen mache ich frei, Flamengo. Einen machen wir noch, den letzten, der wird der Beste. Mama, bist du bereit? Mario? Ja, was ist los? Den letzten müssen wir leider nochmal machen. Ja.
Ich war so gut. Machen wir nochmal. Okay. 100 Männer, 100 Frauen hier im Publikum, 100 Kinder, mit denen habe ich gedreht und ich mittendrin. Das kann nur sensationell werden. Also, anschauen. Sehr gut. Letzten machen wir noch. Einen machen wir noch. Seit Jahren plagen uns allen die Fragen, warum ticken Männer so, warum ticken Frauen so? Die Wahrheit bekommen wir von unserem Partner nicht gesagt. Darum habe ich 100 Kinder befragt. Und das Ergebnis sehen Sie in meiner neuen Sendung, Schalten Sie ein. Unbedingt. Ich würde, das war's. Danke. Danke, Paul.